Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier von den Ultimate Legends. Wir spielen heute um Dan Marino, denn ich würde gerne einen neuen zweiten Quarterback haben. Aktuell haben wir Ryan Tannehill, ich hätte da gerne aber Dan Marino stehen. Genau. So, schauen wir einfach mal, was da möglich ist. Wie das Spiel gestern ausgegangen ist, weiß ich noch nicht, weil ich leider Folge 30 vor Folge 29 aufnehme. Ist natürlich immer gut sowas. Am Montag hatten wir ja gegen oder für Jerry Rice gespielt. Das hat super funktioniert. Heute spielen wir um Dan Marino gegen die Miami Dolphins. So, die Dolphins kriegen den Ball zuerst. Jakeem Grant wird das im Angriff nehmen. Oh, und wird dann auch von Preston Smith an der 24 gestoppt. Let's go. Ryan Fitzpatrick. Starker Ball. Nicht sicher gehabt. Matt Breida war das, glaube ich. Matt Breida. Oh, diesmal schafft das, dass er den Ball fängt, der ehemalige 49er. Und wieder kommen wir so einfach durch, das gibt's halt gar nicht. Das ist der dritte Pass, der so kommt und Dorvin James... Nö, ich bin dafür nicht zuständig. Das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich, tut mir leid. Stark, oh, Denzel Perryman schafft es aber noch, das First Down zu verhindern. Hätte mir gefreut, wenn sie Tua Tagovailoa hätten spielen lassen. Breider, oh mein Gott, ja. Wir sind da hinten viel zu anfällig, Wenn wir nicht direkt an den Quarterback rankommen, sind wir viel zu anfällig. Mit Breider schafft es, dass er Perryman da vom Körper hält. Das gibt's ja gar nicht. Das darf halt wirklich nicht passieren. So, Patrick Laird. Jawohl, Dervin James, pass auf. Dankeschön. Dritter und sechs. Sind natürlich leider schon, Betonung auf leider schon, im Ding-Bereich, im Field-Goal-Bereich. Jawohl, und da läuft er mir diesmal auch voll in die Arme an der 35. Sehr schön. Und sie panten. Sie panten. Das tut natürlich weh. Das ist natürlich ärgerlich, klar. Und der ist nicht gut. Der geht für uns. Oh, doch. An 8. Wir müssen an 8 starten. Das ist natürlich bitter. An 8 zu starten ist natürlich bitter. Gehen wir jetzt mit Lance. Lockett oder Fitzgerald. Dan Marino am Ball. Oh, stark. Von Marino zu Fitzgerald. Intercepted! Intercepted! Oh mein Gott. Ja, wir müssen ihn ändern. Es ist, ich kann nicht mit dem Quarterback spielen, den ich davor noch nie gespielt habe und noch nie getestet habe. Nicht auf dem Level. Es tut mir leid. So. Ja, jetzt stehen wir halt natürlich ärgerlich da. Oh mein Gott, da ist alles voll. Wir schenken Miami hier den Touchdown. Das ist natürlich super ärgerlich. Das ist wirklich super ärgerlich.
Das ist ärgerlich. Miami somit schon mal besser als die 49ers. Lockett versucht es noch zwei durch, schafft aber nicht. Lamar Jackson auf dem Feld und jetzt müssen wir es natürlich mit dem Run probieren erstmal. Erstmal die Sicherheit reinbringen, mit dem wir vorhin nicht mal einen First Down geschafft haben, bevor wir schon am Boden, oh, von hinten, hallo. Gefährliches Tackling. Oh, Lamar Jackson. Von der 32 zu 48 stark gemacht. Och ja, Alter. War das George Kittle, der da nicht richtig blockt? Das ist natürlich ärgerlich. Dann haben wir gleich wieder 2. und 10. Let's go. Oh, Peterson, schön gemacht. Kommt nicht vorbei. Bis zu 18. First down haben wir trotzdem erreicht. Two-minute warning. Dolphins stehen natürlich jetzt mit dem Rücken zur Wand, klar. Stark, da ist alles frei. Schaut euch das an. Lamar Jackson ohne irgendwas. Ohne irgendwas. Die Chargers wollen die Führung haben um einen Punkt. Und die kriegen sie auch. 8 zu 7. Preston Smith. Ja, ich würde gerade sagen, das hätte auch ein Tackling sein können, wo Grant den Ball fallen lässt. Und dann hättest du natürlich hier gleich mal einen klasse Vorteil gehabt. Fakt. Und wenn du gleich den nächsten Touch schon hinterher wirfst, könnte es schon eng werden. Ryan Fitzpatrick und ist die Interception von White. Tre'Davious White passt auf und kriegt ihn genau in den Arm geworfen. Und hier kommt wieder Lamar Jackson. Können wir uns gleich anschauen. Hier Instant Replay haben wir, jawohl, Hammer. Achtung, Fitzpatrick außen rum und jetzt versucht er halt wirklich ins andere Ende des Feldes zu werfen, was für mich ein Fehler ist. Wenn er einfach nach vorne geht, schafft er noch ein paar Yards und jetzt wirft er blind und White war da sowieso schon vor dem Angreifer dran. Ja, und da tut sich dann Tre'Davious White natürlich viel, viel leichter als der Gegenspieler, klar. Auch wenn dann das Tackle kommt, aber den Ball wirft ihm halt schön genau in die Arme. Genau, ich wollte eigentlich ein Thumbnail haben. Okay, den können wir nicht nehmen. Fitzpatrick hat da keinen Wiedererkennungswert. Sanders ist unser Team. Ja, nee. Nicht ganz. Nicht ganz. 8 Yards von Lamar Jackson. Oh, Fitzgerald hat ihn. An der 5.
First and goal at the 5-yard line. Fitzgerald, Touchdown. Und das ist ein krasser Catch. Das ist ein krasser Catch. Wir sind hier immer noch im zweiten. Also wir können jetzt hier natürlich mit einer 9-Punkte-Führung. Boah, ist das ein Catch. Boah, ist das ein Catch, Alter. Das ist ein Bomben-Catch, wirklich. In den Rücken gespielt. Und Larry Fitzgerald kommt da problemlos. Aber wirklich problemlos hin. Dann nehmen wir das für Thumbnail, das ist doch ganz cool. Yes. Das ist perfekt. Will problemlos hin, aber dennoch. Also den Catch zu machen ist natürlich auch erstmal krass. Aber jetzt führen wir 15 zu 7. Jetzt haben wir natürlich 8 Punkte Vorsprung. Das ist natürlich jetzt schon ein Ausrufezeichen. Und jetzt ist mal nur 10 Punkte insgesamt im ganzen Spiel geschafft. Denn jetzt haben wir schon 15 in der ersten Hälfte. Natürlich können wir die 49ers auch nie mit den Dolphins vergleichen. Trotzdem muss ich sagen, Dolphins haben zumindest 7 Punkte gegen uns geschafft. Haben die 49ers nicht geschafft. So, 40 Sekunden. Sollten die Dolphins jetzt eigentlich überleben können. Oh, what? Und wieder Fitzpatrick gesackt. Und somit geht es 5 Yards zurück zu 21. 7 zu 15 steht es hier immer noch. Stark, den wirft Fitzpatrick aber weg. 33 Sekunden noch. Stark, Laird kommt durch, schafft das First Down aber nicht. Fourth and Inches. Das ist Tyler Lockett. Tyler Lockett. Schaut er erstmal, wo er hinläuft. Ah, kommt aber auch nicht raus hinten mehr dann. Hatte gehofft, dass er doch irgendwie so einen Weg durchbahnen kann. Bleibt aber beim 15 zu 7 nach der ersten Hälfte. So, und jetzt fangen die Chargers von vorne an. Lockett kriegt den Punt. Ricard und Allen sind die finalen Blocker und da war eine Lücke. George Kittle. 8 Yards. First Down, Sanders wäre nicht frei gewesen. Natürlich schön gewesen. Da ist eine Lücke für Adrian Peterson. Schade. Jerome Baker. Adrian Peterson on the carry. Jerome Baker in on the tackle. A
gain of two. Brings up second and eight at the 32-yard line. Oh, das, ja, schlecht von Ingram. Shaq Lawson on the tackle. A loss of two brings up third and ten. Ist Larry Fitzgerald. Und den hat er. Touchdown, Chargers. Larry Fitzgerald. Ich dachte mir, wenn es jemand über schafft, die Abwehr zu erlaufen, dann ist es Larry Fitzgerald. 22-7. Steht eigentlich der Sieger schon fest. Wie gesagt, letztes Spiel war da deutlich knapper natürlich. Aber es sind auch zwei komplett verschiedene Mannschaften. Oh, der ist hinter ihm gewesen, Devin Bush. Hat ihn da schön umlaufen. Und Jakeem Grant schafft es zu 27. Na, Roy Glover. Fumble und Aaron Donald hat ihn. Peterson, first down, Chargers. First and 10 at the 13-yard line. Kann natürlich jetzt wieder happig werden für die Dolphins, wenn sie nicht aufpassen. Oh, Fitzgerald! Nein! Zu 5. Der ist so frei. Steht aber im Aus. Steht mit einem Fuß im Aus. Warum? Oh, Fitzgerald! Incomplete. Patrick Laird versucht's nicht. Oh, der kommt raus! Flag! Für was gibt's den Flag? Oh mein Gott, Alter. Der wäre doch sowieso nicht hingekommen. Inkomplett. Oh, der war noch lange in der Luft, der Ball. Den hätte man durchaus nochmal erreichen können. Sieht immer aus wie so eine Falle, die sie da bauen. Oh mein Gott, und wer ist das? Es ist wieder Chris Harris. Es ist wieder Chris Harris, der pennt. Ja, das kann es halt nicht sein. Also wir müssen uns... Können wir es gerade anschauen? Nein, können wir nicht. Wir müssen mal kurz abwarten. Kurz noch ein Spielzug wählen. Aber das darf halt nicht passieren, was Chris Harris da wieder passiert. Ich meine, schaut euch das mal an. Achtung, sämtliche Passoptionen sind zu. Und Chris Harris, der Einzige, der absolut nicht aufpasst, der Devante Parker überhaupt nicht unter Kontrolle hat. Kann machen, was er will. Schau, wie lange der frei steht. Jeder andere ist gedeckt. Ja, und dann kommt er halt auch nicht mehr hinterher. Also das ist halt...
Ja, und am Ende ist es Eric Weddle, der den Weg halt dann abkürzt. Aber, Alter, Chris Harris, ohne Witz. First down. Second and one. Nur. Aber wie gesagt, das geht halt einfach nicht. Dass du so pennst und das halt fast in jedem Spiel so pennst, das geht halt einfach nicht. Das geht halt einfach nicht. Ich meine, du kannst schlafen, du kannst mal einen Spielzug verpennen, ja, aber nicht in jedem Spiel. Das ist halt leider, muss ich sagen, leider. Bei Chris Harris ist öfters das einmal der Fall gewesen, dass es absolut nicht peilt, was Sache ist. 2-Minute Warning. Stark! Ach, den hätte man holen können. Jawohl, und jetzt ist es Eric Weddle. Ab zur 36. Ja, ist halt auch gefährlich, weil es dann auf dem Run macht. Und Weddle steht halt absolut richtig. Aber absolut richtig. Dann tut er sich halt auch dementsprechend ein bisschen leichter, den Ball rauszufangen. Fitzgerald blockt. Fumble! Lamar Jackson! Oh mein Gott. Gibt's denn das? Was ist denn das für ein Spiel? Was ist denn das für ein Spiel? Und wieder wirft ihn weg. First down. Albert Wilson. That's good for a Miami Dolphin. Oh, da pennen sie wieder alle. Beziehungsweise in dem Moment, ja, sicher, wir rutschen nach vorne, weil wir die Taktik gerade nochmal ändern. Und dann steht da halt gar keiner mehr. Wieder niemand. Oh, ja, ja, ja. Jetzt moven die Dolphins halt nochmal. Oh, Desmond King verpasst ihn, weil er zu klein ist. Intercepted und den Fuß kriegt Casey Hayward noch rein. Und der ist dann halt sau wichtig, dass er den da noch reinkriegt. So. Jackson. Wow. Scheiße. 17 Jahre, aber hinten ist es 2 und 37. Jawohl, und Tyler Lockett. Es gibt's nicht, Tyler Lockett! Tyler Lockett! Boah! 97 Yard Touchdown! Das gibt's ja gar nicht. Ja, wir haben es versucht. Aber ich wollte den vierten Passing-Touch noch hinkriegen, klar.
Raider. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch. Durch Zufall. Parker. Nächstes First Down Timer Dolphins. Sekunden. Ich glaube nicht, dass wir den Stern noch hinkriegen. Null, Spiel vorbei. Nein, kriegen wir nicht mehr hin. Bombenspiel am Ende. Bombenspiel am Ende. Halleluja. Und somit spielen wir uns Dan Marino. So, einigen wir uns dazu. Können wir gleich das erste Upgrade rausholen. Oh, 118, nee, das haben wir halt nicht. Die 118 haben wir halt nicht. So ein bisschen teurer als Jerry Rice. Legends 6 Stars, okay. Ah, 45-6 with Sam Mills. Alles klar. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Sagt Ciao und V und wir sehen uns dann morgen wieder zu einer weiteren Folge. Wie gesagt, könnt ihr auch noch reinschreiben, was ihr sehen wollt die nächsten zwei Tage. Bis dahin. Ciao und V.